Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei The Witcher 3. Und ich wollte mit euch dieses Fragezeichen erkunden. Bloß bin ich jetzt gerade schon angegriffen worden von diesen Napssülzen. Und ihr seht schon, ich habe die jetzt erledigt. Ich habe aber noch nicht in die Kiste geschaut. Also das habe ich noch nicht getan. Ich war halt nur nicht so schnell. Also ich konnte gar nicht so schnell aufnehmen hier. Macht aber nichts. Wir sind noch auf der Suche nach den Hexasets. Es sind ja allgemein doch relativ viel. Aber es macht schon irgendwie Spaß. Wir laufen so in der Welt rum, machen Sachen, würde jetzt Fischi sagen. Und es ist auch mal ganz schick. So. Komm mal her, Plätze. Plätze. Komm, du läufst mir doch eh nach. Oh, da bist du ja. Ich habe übrigens einen schönen Sattel für dich. Ich weiß gar nicht, ob der dir steht. Wollen wir mal gucken. Oder keinen Sattel, sondern eine Scheuklappe. Panikstufe. Ich meine, wie sieht denn das Ding dazu aus? Ups. Es ist doch richtig. Hä, es wäre der Sattel? Ach so. 55 außer. Na, den tausche ich nicht ein. Du siehst, der Sattel sieht viel zu hübsch aus. Für unsere Plätze ist doch perfekt. Ja, und wir bahnen uns gerade eben unseren Weg hierhin. Ja, Bärenschule. Oh, auf die Bärenschule freue ich mich tatsächlich am meisten. Also, weiter so, Plätze. Das ist auch die Verbesserung. Können wir denn gleich auch mal basteln. Und die Wolfsschule auch, die wir bisher haben. Das ist schon eine ganze Menge. Da werden wir uns wahrscheinlich mal so den ganzen Part lang irgendwie nur mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, wenn ihr es sehen wollt. Huch, wer bist du? Och nee, nicht Banditen. Das ist so typisch, ne? Ah, ich habe dich getroffen. Ah, ich habe jetzt übrigens wieder das alternative Set drin, ne? Also das Standard-Set, meine ich. Autsch, das war fies. Oh, ihr macht mich ja kalt, das gibt's ja gar nicht. Ja, schlag doch zu. Ha! Ja. Ich glaube, das Standard-Moveset ist gar nicht so schlecht. Tja, doch, hat was. Sollten wir wieder benutzen, habe ich jetzt wie gesagt auch reingenommen. Plötzlich, du stehst da inmitten von Bienen. Die stört das nicht weiter, ne? Plötzlich, geh mal weg. Nee, ich will dich ja nicht verbrennen, also hau ab. Ach, diese Bienen, ne? Kann ich einfach so bei Plätze so... Jetzt sind sie wenigstens weg. Du bist doch unsterblich. Komm, auf geht's. Wir haben ja nur ein Stück. Oh. Das ist in den Bergketten, ne? Hey. Ich weiß gar nicht, wie wir da hochkommen sollen. Also wirklich einen Pfad gibt's ja hier nicht. Doch, hier gibt's einen Pfad hoch. Komm jetzt. Oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir probieren mal unser Bestes. Da wäre der Pfad. Ich glaube, der ist ganz gut. Weiter, los, so Plätze. Das schaffst du. Plätze, komm, da vorne ist der Pfad. Okay. Vielleicht schafft das Geralt. Ja, komm. Nein, nein, nein. Geralt, halt. Geralt, hältst du jetzt ab? Hör noch nicht auf, ne? Oh nein, hier fahre ich wieder runter. Nein, ach, verflixt. Geralt, ist ja toll, wenn du nicht so weit rutschen würdest. Hey, aber hier ist unser Bärenset schon mal. Bärenset. Miau. Guten Tag. Komm, bitte herkommen. Komm, ja, kuscheln. Komm, ja, kuscheln. Ja. Die Gerl. Komm, mach mit. So. What? Das war nicht ich. Leute, das war nicht ich. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Und das war auch nicht Indy. Ja, das wird ja was hier. Irgendwer hat hier starke Blähungen. Und hier liegt wieder so ein verendetes Rehkitz. Ist alles irgendwie nicht so schick. Digga, ist doch eigentlich gut. Du musst jetzt natürlich kuscheln kommen, ne? Ist ja klar. Hast du gegessen? Lecker Gulasch! Viel Zwiebel! Zwiebel faul! Du erschreckst Menschen! Mach Arsch zu mit Finger! Nix, Mensch! Nix Abendessen!
Okay. Es gibt, dazu muss ich sagen, diese drei Trolle da vorne werden im Deutschen synchronisiert von, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist Tatsache so, Gronkh, Sarrazin und die eine von High Five. Wie heißt sie nochmal? Wie heißt denn die nochmal? Ja, die mit den pinken Haaren und so, ihr kennt die auch. Ja. Nette Anekdote, ne? Ja. Das sind die drei Trolle. Ihr müsst mich ja nicht angreifen. Aua! Das war. Oh, nee! Jetzt habt ihr meine Rüstung kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Huch, bin wieder falsch. Ich brauche das. Nicht Waffen. Rüstung. Meine schöne Bärenrüstung. Das wäre schade drum. Und mein Feuer, ihr brennt jetzt nicht so schön, ne? Aber. Ah! Gerald ausweichen! Ja, Gerald weg! Autsch! Ey, ihr seid aber aggressiv jetzt hier! Das muss doch nicht sein! Eieieiei! Wie die hier immer furzen. Och, Leute. Was haltet ihr denn von der hier? Au. Oh, ja, prima. Ja, super. Oh, Mann. Voll ins Gesicht. Boah, jetzt ist aber langsam, ne, und so. Meine Vergiftungsstufe ziemlich hoch. Ja, wäre schön, wenn wir mal einen Tod kriegen würden. Gerald, jetzt weg. Oh Mann! Gegen drei ist ein bisschen schwer. Oh Gott! Gerne! Nein! Krass, hier muss man sich wirklich konzentrieren jetzt. Weg, 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 Gerald. Wieso, wieso, wieso? Ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich glaube, wir sollten flüchten. Sonst, ich habe nicht. Gerald! Gerald nach oben, speichern, nein! Okay, falsches Schwert. Ich bin fast tot. Ein Treffer noch und dann ist hier aus. Das war's mit der Jolle. Okay, alles klar. Josef kommt als erstes ran. Ah, der ist doch fast tot. Ha! Okay, erst auf Josef. Was, der lebt immer noch? Das kann nicht wahr sein. Hä? Wie kann der noch leben? Ach, Gottes Willen. Nein, geh auf den Josef. Okay, jetzt. Jesse hat am wenigsten. Wie die hier die ganze Zeit furzen. Ich krieg's nicht, ehrlich. Ich pack's nicht. Ein Treffer und wir sind tot, ne? Boah. Okay, der ist auch weg. Das freut mich jetzt. Ich glaube, wir packen das doch, ne? Das ist ja der Hammer. Gerät weg jetzt. Ja, Quen ist nicht mehr drauf. Quen, Quen, Quen. Gerald! Komm, spring wie ein Weltmeister. Ah, ich hab noch Quen. Ah, Gerald! Jetzt nicht drauf gehen hier. Diese Geräusche. Nein! Stein! Ich will jetzt nicht sterben. Komm, ich hab's schon so weit gebracht. Oh, du.
Ich habe gerade Gronkh und Sarazar getötet. Und halt die. Ich weiß halt nicht mehr, wie sie heißt. Da wäre ich fast draufgegangen. Drei Trolle. So, kurz mal ganz, ganz kurz rasten. Das wäre ganz schick und formidabel. Hä? Wieso ist denn der Bildschirm noch so? Ja, kommt ja. Z. Und jetzt sehen wir auch wieder was. Oh. Mensch, das war ein Kampf. Na, nix für uns. Ja, die Bärenstiefel. Wir haben es gefunden. Bärenfell? Ja, Wasserflasche. Ich hätte gern auch so ein paar Bombenplätze irgendwie mehr, wenn ich das jetzt so gerade so sehe mit dem neuen Patch und so. Der war für euch übrigens vorgestern. Also als ich das gestern erzählt habe, war es auch gestern halt. Ganz frisch, ganz neu. Oh, irgendwie schon schöne Stahlwaren. Das finde ich gut. Ja, das sind die drei Trolle hier gewesen. Mehr oder minder irgendwelche YouTube-Trolle. Naja. Ich glaube, ich wäre besser mit dem Wissen gefahren, wenn ich gewusst hätte, dass das eben nicht Gronkh und Sarazar gewesen wären. Aber hey, man kann es ja nur auch nicht rückgängig machen. Ich bin ja immer noch so hart am Verrecken. Wir haben es geschafft. Das ist doch schon mal was. Und das nächste Teil ist jetzt aber, glaube ich, ein Stück weit weg, ne? Ja, da müssen wir reisen. Oh, das liegt mitten in den Bergen. Das heißt, wir müssen das irgendwie so... Oder? Oder wir nehmen das Lager der Bergleute hier hochreiten und dann hier rein ins Tal. Aber ich glaube, Gedinnaeth ist genauso gut. Und schaut euch diese ganzen Fragezeichen an, ne? Ihr könnt es noch zurücknehmen. So, jetzt mal ganz kurz eine Stunde rasten nochmal. Und jetzt, warte mal, ich habe mir den nächsten Punkt gar nicht ausgewählt. Oh, ich weiß nicht, ob ich da oben nach oben komme. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich guck mal, ob ich das Fragezeichen hier mitreiche. Weil es wäre schon toll, wenn wir das einfach mit verbinden. Boah, hier hoch? Ja, ja, es ist doch gut. Ort der Macht. Es ist ein Ort der Macht, den müssen wir mitnehmen. Ort der Macht ist das Beste, was uns passieren kann. Geralt, komm, das schaffst du. Bitte, bitte, bitte. Du kommst doch hier hoch. Oh, ich liebe dich. Kerle. Hier ist er oben drauf. Oh, nee. Okay, warte, ich weiß wie. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Was für ein Bild. Göttlich. Einfach nur schön. Und das war das Axi-Zeichen. Ist jetzt nicht so hilfreich, aber wir wollen ja eigentlich nur den Fähigkeitenpunkt. Ja, cool, dass wir es jetzt noch erwischt haben. Oh. Hier die Aussicht, ne? Der Hammer. Oh, ganz von da oben mal runterrutschen. Aber ich glaube, den Gipfel kann man einfach nicht erreichen. I don't know. Von Halle ist auf der anderen Seite? Oder Holmstein? Ich glaube, wir müssen nach Holmstein zurück. Alles andere ist noch weiter. Und ich komme da nie rauf. Boah. Außer vom Weg aus vielleicht. Mal, der Weg ist doch hier? Ja. Dann nehmen wir doch den Weg. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Hey, da oben. Plätze! Komm mal ran auf den Meter. Komm, ich warte auf dich. Und genieße die Aussicht und werde mich mal umsetzen. Plätze! Nuss, du schaffst es hier hoch. Komm! Oh, bitte sag mir nicht, dass du gleich nicht hochkommst. Nein, halt! Halt! Oh, gerade noch so. Los, fertig. Hoch. Plötze, du musst da hoch. Ja, ja, komm, mit dem Sprung. Beherzten Sprung. Auf Weiße. Dann hole ich dich eben irgendwie auf dem Weg. Jetzt komme ich da selber nicht mehr hoch. Ich glaub's ja nicht. Diese Plätze, ne? Jetzt bist du auf der richtigen Seite. Mann, du bist ein Zauberpferd.
Langsam, langsam. Oh, jetzt nicht runterfallen. Du musst jetzt hier hoch. Oh, genial, ne? Da drüben waren wir schon mal. Das ist dieser komische Turm. Da drüben ist die diese Undweginsel, genau. Undweg ist da drüben. Boah, halt. Halt, komm, jetzt. Ist das hier für ein Schrein? Ja. Nicht zu schnell, Plätze. Können wir damit irgendwas machen? Hallöchen. Na klar, die Kerzen brennen hier oben noch bei dem Wind. Huch. Und hier ist doch auch irgendein Aussichtspunkt ist hier. Ah, plötzlich, jetzt wird es aber auch serpentinähnlich. Das musst du jetzt hinkriegen, mein Schätzlein. Ah. Hat irgendwas jetzt gerade von so einem, weiß ich nicht, von so einem Himalaya-Dorf oder so. Aber hier wohnt schon lange keiner mehr, aber es ist ein Höhleneingang. Na? Nee. Hier kommt man nicht rein. Eine schwarze Perle. Hey, die gibt's selten. Hier ist Tatsache ein Höheneingang. Aber ich weiß ja wieder, wohin uns das führt. In Sachen, die wir noch gar nicht benutzen dürfen. Oder sonst wie. Ja, schaut mal, das ist schon wieder hier so ein... Eine von diesen komischen Bärenorden. Whatever sie... Sag mal, es ist doch dieselbe Höhle. Ich war hier schon mal von Halla. Natürlich. Das ist dasselbe. Hier waren wir schon mal. Hier sind wir beim ersten Mal durchgekommen. Gar nicht erkannt. Sorry dafür. What? Plötzlich lasst uns mal kurz die Schnellreise suchen. Die ist, glaube ich... Ja, die ist da unten. Da unten. Wow. So. Das wird jetzt ein etwas längerer Ritt. Hier. Gedinath. Ich markiere mir das schon mal. So. Und auf geht's. Ist das nicht jetzt auch das mit den Alchemisten? Kann das sein? Gedinath? Genau, hier ist doch der Alchemist. Ihr habt gesagt, ich soll eh zu dem Druiden gehen. Der ist auf der Karte. Hier. Also die Richtung. Ja, der ist in der Höhle. Ihr habt mir dringendst empfohlen, den zu besuchen, weil der super Sachen wohl hat. Wundermann Frucht. Siehst Blätter. Zerstoßen mit Ysop-Pollen. Nein, nein, nicht Ysop. Lärchensporn, ja, Lärchensporn. Oder Birkenkraut. Zwei Prisen. Ja, oder was? Ja, was denn nun? Ich will mit dir reden. Aber ich nicht mit dir. Hau ab, du störst mich. Du scheinst aber eigentlich ganz nett zu sein. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Bin ich aber nicht. Und werde ich auch nie sein. Ich bin Druide geworden, um anderen aus dem Weg zu gehen. Um nicht immer lächeln zu müssen. Um kein Mitgefühl vorspielen zu müssen, wenn mich das Leiden der anderen weniger als ein paar Birkenzapfen interessiert. Also sage ich's dir klipp und klar. Geh mir aus den Augen, bevor sie dir von was auch immer geraubt werden. Ist das eine Drohung? Würdest du mir denn vielleicht Alchemie beibringen? Aus deinem Wissen? Ich möchte, dass du dein Wissen mit mir teilst, mir alles über die Alchemie beibringst. Du? Mein Lehrling? Das ist absurd. Wenn du schon dabei bist, warum fragst du nicht Udal Rekaper Spikarok mit dir teilen will? Ich meine es ernst. Wirklich? Dass ich nicht lache. Ich habe mein ganzes Leben der Alchemie verschrieben. Ich habe Tage und Nächte mit Destillierkolben verbracht. Bin fast an Dämpfen erstickt. Hab meine Haut mit Säure verätzt. Wenn du also denkst, dass ich dir verrate, was ich durch jahrelange harte Arbeit gelernt habe, irrst du dich.
Sehr sogar. Das ist schade, denn eigentlich versteht Geralt auch sehr viel von Alchemie. Ich verspreche dir, ein guter Schüler zu sein. Geralt ist so optimal. Ich werde dir ein guter Schüler sein. Das bezweifle ich. Du verstehst ja nicht mal, dass ich dich hier nicht haben will. Allerdings bereite ich gerade ein schwieriges Ritual vor, deshalb könnte ich Hilfe gebrauchen. Selbst deine. Wenn du drei Dinge für mich tust, nehme ich dich als Lehrling auf. Sieh mal einer an. Es gibt also doch einen Weg. Komm runter von deinem hohen Ross und hör zu. Ja. Erstens musst du mir Gauchheil aus dem Moorsgurkenwald bringen. Zweitens brauche ich eine Flasche Alkohol aus der alten Destillerie vom Hagelhügel. Und drittens musst du Frithjof überzeugen, mir beim Ritual zu helfen. Er ist wie ich Druide. Du findest ihn in der Nähe von Blandare. Ich glaube, er ist wegen einer Einfuhrsache dort. Und? Hilfst du mir? Da ich weiß, dass du gutes Zeug hast, also ja. Aber Frithjof, wer ist das? Dieser Frithjof, wer ist das? Ein Wählermarker. Du kennst das Wort nicht? Und ich habe versprochen, dich zu meinem Lehrling zu machen? Ein Wählermarker ist ein Druide, der das Wetter beeinflusst. Er kann einen Sturm beenden, es hageln lassen, Feinde mit Blitzen in Asche verwandeln. Du solltest lieber höflich zu ihm sein, wenn dir dein Leben lieb ist. Interessant. Es ist doch mehr Zauber, ne? Und wofür brauchst du denn den Alkohol? Alkohol? Wofür brauchst du den? Wie du als zukünftiger Lehrling wissen solltest, ist Alkohol die Grundlage für alle Tränke. Ja. Guter Alkohol bedeutet gute Tränke. Dieser Alkohol ist unvergleichbar. Seine Stärke, sein Aroma. Ach. Leider ist die Destillerie auf dem Hagelhügel verfallen. Seitdem fehlt uns der Nachschub. Aber dir wird schon was einfallen, oder? Du bist so zuversichtlich. Es klingt eher so, als würde er ihn lieber gerne alleine saufen. Und wofür brauchst du das Gauchheil? Gauchheil. Gauchheil. Soviel ich weiß, wird er in der Alchemie nicht gebraucht, außer... Da will das Ei wieder klüger sein als die Henne. Das ist kein gewöhnlicher Gauchheil, sondern einer aus dem Moorsgurkenwald. Wenn an den Gerüchten was dran ist, wacht dort eine Kreatur eifersüchtig über alle Kräuter. Eine Waldkreatur, die eifersüchtig Geheimnisse hütet? Kommt mir bekannt vor. Ja, kein Wunder, dass du mich jetzt brauchst. Ja, also, klar, ich helfe dir. Na schön, ich helfe dir. Aber dieses Ritual, worum geht es da? Wenn du mein Lehrling sein willst, darfst du keine Fragen stellen. Ich entscheide, was ich dir sage und wann du was zu tun hast. Jetzt geh, bevor ich noch meine Meinung ändere. Alles klar. Kerle. Ich geh mal kurz weg. Praktikum, wir werden das danach machen. Ihr habt mir schon geraten, dass ich das mache. Praktikum in fortgeschrittene... Ich habe es mir, glaube ich, gemerkt, hoffentlich. Jetzt holen wir erstmal noch schnell das letzte Teil. Für hier Bärenset Teil 1 jedenfalls. Und danach machen wir das mit dem Druiden. Ja! Oh, warte mal, wie muss ich da... Was? Ich muss ja tatsächlich hier auf diesem Pfad bleiben und dann Küste abbiegen links. Ah, okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Plötze! Du willst da runter. Danke. Schneller. Diesmal hört sie sogar mal auf mich. Der Weg ist auch relativ gerade. Kannst du jetzt mal kantern. Yay. Das ist doof, dass immer wieder die Kamera verschoben wird. Das ist doch schade. Oioioi. Mach langsam. Ein alter Walfriedhof. Weiter mit so, Reisepunkt. Plätze. Nicht so schnell, Plätze. Aber ich werde jetzt das hier nicht durchsuchen, glaube ich. Aber sehr interessant. Oh nee, da vorne sind schon wieder... Na, können wir irgendwie ausweichen? Ich will die jetzt nicht bekämpfen.
Tschö. So, jetzt müssen wir hier irgendwie reinkommen. Ja, das passt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ist das da vorne eine Fahrt? Nee. Und schon da. Natürlich, Harpien. Es war so klar. Ah. Oh, halt, halt, halt. Ah! Was? Morgwart? Nee, was seid ihr denn? Nee, Quatsch, wie heißt ihr? Ach, Argule! Ich hab gehört, ihr brennt ganz gut. Ach, nein, das Gerät, das war doof. Ach ja, stimmt, ich muss die, oh, war das Axi? Die pustern sich ja so auf. Ach, das ist doof. Ich glaube, ihr habt Axi. Ja, genau. Mit Axi geht's gut. Wow. Ist ja gut, Digga. Kommst du jetzt raus oder nicht? Ja, da sind ja noch mehr. Geh rein, du, mach doch mal. Au. Okay, jetzt, du? Na, du bist ja falsche. Den da hinten, den da hinten. Ja, es passt. Oh. Ja, klappt gut. Klappt gut mit der Axi. Noch ein Höschen aufgesammelt und schöne Mutagene. Ah, das ist toll. So, und das Zeichen? Ah, hier. Hab's. Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, solltest du. Und du hast auch noch Sachen. Das ist gut. Fein, danke schön. Hm, trotzdem schon wieder Höhle. Oh, nee. Oh, Axi ist auch gerade Weißt du, wir brauchen so wenig Axi im Kampf. Und jetzt gerade haben wir dafür auch noch... Ah! Ein Otter macht dafür eingesammelt. Ah, ich probier's mal so. Ja, es hat gereicht. Da, jetzt ist er... Warte. Geh rein! Jetzt! Jetzt! Oh, puh. Oh! Noch eine! Wo kommst du denn her? Uah. War das gerade so ein Wurmschrei? Kommt die da einfach aus dem Boden? Ich glaube, es hakt. Bärensilberschwert. Oh yeah. Gibt ja, soweit ich weiß, Adrenalin immer zurück. Ja, nette Sache. Cool. Und jetzt werden wir mit dem Druiden sprechen. Das schaffen wir nicht mehr heute. Schade. Ah, verdammt. Immer diese Zeit. Ja, los, komm. Komm, geh rein. Jetzt will ich mal kurz bis zur Nacht rasten. Das ist bestimmt richtig schön hier gerade. Irgendwie hat das was. Diese alten Ruinen mag das sehr. Oh nein, jetzt sind da die Harpien nur. Seid ihr? Ja, ihr seid Harpien. Das ist jetzt ungünstig. Wir stellen uns mal in den Torbogen. Da sollte uns eigentlich wenig passieren. Lässt du Plätze in Ruhe. Plätze, hau ab. Los, geh. Plätze, ich werde dich beschützen. Mhm. Na, ah, nee. Da oben. Flix. Na, die wirst du nicht treffen. Oh, doch. Ah, schnell, 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 schnell hin. Kommt wieder mal so ein halbes Gemetzel hier.
Na, nicht gerät, alles gut. Du musst ja jetzt noch die Harpie mitnehmen, Mensch. Herrle. Harpienkrallen leider immer nur. Und du auch nichts mehr. Okay. Dann werde ich jetzt noch meine Plötze schnappen. Und aber ich sage euch jetzt schon mal... ja, oder ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag. Los, los. Ich suche dann das nochmal mit den Druiden raus. Oha, Plötze. Und wir werden dann seinen Schülern. Also das klingt irgendwie lustig. Wow, Plötze. Ich wollte dich nicht von innen sehen. Aber so werde ich mal abmoderieren. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.